Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrows. Die Pflöckchen weiß Röckchen, sagt jeder Mann. Draußen schneit es vor dem Haus. Jeder weiß, es ist Weihnachten zu Haus. Willkommen zum letzten Backvideo dieses Jahres, zum vierten Advent. Falls ihr nächstes Jahr natürlich mehr sehen wollt, sagt nichts und schreibt mir es in die Kommentare. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Heidesand. Und dazu brauchen wir Mehl, Salz, Zucker, Vanillezucker, Butter und Weinbrand. So, das erste, was wir machen müssen, kann ich oder muss oder darf ich ohne euch machen. Das sind nämlich 200 Gramm Butter. Und mir fällt gerade auf, ich habe einen Fehler begangen beim letzten Mal. Nein! Und zwar... So, ich habe letztes Mal hier geschnitten. Bei 160 Gramm Butter. Und wir brauchen auch letztes Mal 210. Das wäre hier. Wisst ihr, wo der Fehler liegt? Wir haben jetzt 50 Gramm weniger Butter ungefähr. Ob das so einen Unterschied macht, weiß ich natürlich nicht. Aber wir machen dieses Mal richtig. Wir brauchen 200 Gramm Butter. Und zwar hier. Und das kann ich leider nicht in der Hand machen. So, und was ich nämlich jetzt ohne euch machen kann, ist, diese Butter muss geschmolzen werden. Die muss leicht gebräunt werden. Was ich natürlich nicht hinbekomme mit meinen Tiegeln und Töpfen und sowas. Deswegen wird das jetzt erstmal wieder spannend. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann, wenn ich das Ganze verhauen habe. Leute, schaut euch das mal an. Ich mache das mal kurz ins Video. Das fängt gerade extrem schön an zu schneiden. Und das sind keine normalen Flocken, das sind extrem fette Flocken. Man sieht das vielleicht hier ein bisschen. Das ist doch nicht normal. Na gut, viel Spaß beim Warten. Na ja gut, lassen wir es mal so. Also ich weiß nicht, ob das normal so ist, aber ich glaube, wir lassen das mal so. So, nachdem ich jetzt der Koch und der Bäcker am liebsten umgebracht hätte, nachdem ich das hier gezeigt habe, wie ich versucht habe, ordentlich Butter herzustellen, und das nicht ganz gelungen ist, ich versuche das trotzdem leicht schäumig, soll das sein, zu schlagen. Und heiß ist es, ja. Ich habe euch gerade schon den Schnee draußen gezeigt, also es wird langsam, es ist zwischen schnell, doller und leichter geworden. Ist schon krass. So, ich würde sagen, leicht schäumig ist es geworden. Nachdem ich mich hier halt verbrannt habe, die 300 Gramm Mehl habe ich jetzt schon abgemessen. Ganz genau 300 Mehl. Vielleicht kann mir ein Bäcker oder Konditor oder sonst irgendwas mal erzählen, warum muss das jetzt eigentlich braune Butter sein, die heute sein muss. Und in der Zeit machen wir mal weiter, bis ihr geschrieben habt, was braucht man jetzt. So, 200 Gramm Zucker und ein Vanillepäckchen. Zucker. Weil eigentlich müsste das doch gleich Karamell werden, so. Oder bin ich da jetzt ganz bescheuert? So, eine Prise Salz und ein Esslöffel Milch jetzt. Esslöffel sind die großen. So. Und ihr fragt euch bestimmt, Menzi, du hast doch bisher mit nichts übertrieben so richtig. Da habt ihr recht, das Übertriebene kommt jetzt erst. Also, laut meinem Rezept brauche ich jetzt ein Esslöffel Weinbrand. Und da ihr Menzi kennt, allein schon von den Streams her, wisst ihr, da kommt nicht ein Esslöffel rein, nein. Ich muss erstmal meinen Weinbrand suchen. Also, bin ehrlich, Weinbrand schmeckt mir überhaupt nicht. Ich glaube, das reicht schon.
Oder was denkt ihr? Habt ihr gesagt noch mehr? Gut. Ich glaube aber, das reicht jetzt. Also mein Brand ist überhaupt nicht meins. Da zieht sich gleich alles hoch. Das ist mir ein bisschen zu weinig. Und jetzt muss das durchgeknetet werden. Boah, Alter, der Alkohol. Alter, der Alkohol zieht richtig durch die Nase. So, das ist der Teig, der ist auch so richtig schön klebrig wie der andere. Sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ich habe sogar schon mehr Mehl reingemacht, aber es hilft, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht auch, ob der Teig vielleicht so sein soll oder ob der auch wieder so... Weil das soll ja auch wieder kühlen. Deswegen ist für mich ein bisschen fraglich, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Ich werde ihn einfach auch mal ausrollen. Oh, ich weiß nicht, ob man das so richtig sieht jetzt in der Kamera. Das glitzert übelste. So, nachdem ich jetzt mit beiden Händen das Ding angefasst habe, darf ich nichts mehr anfassen. Alter, ist das klebrig. So. Und jetzt geht's los. Ich setz mich mal hin, vielleicht könnt ihr mich ja dann sehen. Ah. Ah. Warum mache ich das hier? Ey, ich krieg doch nicht mal richtig Klicks darauf und... Oh, nee. Leute, wenn hier keine Klicks drauf kommen, ich backe nie wieder für euch. Der erste Teil hat ja gute Klicks bekommen. Weil der war auch scheiße. So, der muss jetzt auch noch mal eine halbe Stunde kühlen. Und dann müsste jetzt eigentlich der andere Teig schon fertig sein. Das heißt, ich kann den jetzt kühlen lassen. In der Zeit mache ich den anderen fertig. In der Zeit kann der eine backen. In der Zeit ist der dann auch fertig und kann das Video auch fertig machen. Ja, kann ich nennen. Leute, wir sehen uns am besten gleich wieder. Na gut, Leute. Der sieht nicht besser aus als den, den ich gerade gemacht habe. Ich hoffe mal, dass wir trotzdem was Besseres. Also wenn der letzten Part geguckt, oh, hier kommt so eine richtige Alkoholfahne raus. Den letzten Part gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Und ich bin mal gespannt, was hier draus wird. Oh, Alter, zum Glück. Oh, oh. Hier kommt eine richtige Alkoholfahne raus. So, wollen wir mal die erste Verderbung mal reinschieben. Das wird so schrecklich. So. Den zweiten, die schneide ich schon mal auf das Brett hier. Und dann kann ich mal weiter aufräumen. Also Abwasch ist so gut wie fertig, aber der Rest, naja, gut, drehen wir mal nicht weiter. Ich bin gerade schon am Hochladen von dem Advent 2 Video. Ich nehme mir hier alles ein bisschen Vorproduktion auf. Das Ganze dauert allein schon eine Stunde zum Hochladen. Das Backen, die Videos sind schon aufwendig. Und die Videos, glaube ich, können ihn vergiften. Ich empfehle das keinem nachzumachen hier. Ich habe hier 0,07 Liter genommen. Ich glaube mal, das reicht, glaube ich, erstmal. Hat die Farbe ich nicht mal drauf bekommen? Wir wollen erstmal gucken, ob das was wird. Eis! So, Leute. Das waren auch die Heißsandplätzchen, die... Ja, okay geworden sind. Wir brauchen nur jetzt unten eine Schüssel oder sowas, wo man die jetzt mal kurz rein tun können. So Leute, da war leider meine Kamera am Akku-Limit gewesen. Ich habe leider nichts mehr hinbekommen, aber ich muss sagen, die Plätze sind gut geworden und ich wünsche euch allen noch ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Denkt dran, wenn ihr mehr Gebacke sehen wollt, dann schreibt mir unten rein, was ich backen soll, was ich machen soll, vielleicht was ich übertreiben soll und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Bis dann, sagt euer Minuswort. Ciao, ciao und Abo nicht vergessen.